Hallo und herzlich willkommen noch einmal. Heute ganz kurz vorm Wochenende, 17.15 Uhr haben wir. Kurzen Augenblick, zack. Ja, Freitagabend, groß wird nichts mehr passieren. Davon können wir wahrscheinlich erst an der Stelle ausgehen, aber nichtsdestotrotz ein kurzes Live-Trading-TV für JFD Brokers. Jetzt zur US-Markteröffnung, beziehungsweise richtig US-Markteröffnung ist auch nicht mehr, sondern da sind schon ein paar Handelsminuten eben ins Land gezogen. Nichtsdestotrotz, ein Blick auf den US-Markt lohnt sich. Nicht unbedingt heute, wie gesagt, auch tradingtechnisch, wie gesagt, da wird jetzt nicht mehr die große Volatilität in den Markt kommen. Es bestünde die Möglichkeit, wenn denn dann diese Vereidigungsrede von Donald Trump erstens von Trump vielleicht genutzt wird, um erste Andeutungen zu machen, in welche Richtung es dort politisch unter seiner Führung geht, ja, wobei, naja, auch das, da muss man wahrscheinlich sagen, das ist ein Moment, den wird Trump nicht unbedingt nutzen, um in Anführungsstrichen anzugreifen oder eine Aussicht zu stellen, wie er jetzt die Position als US-Präsidenten dann probiert auszufüllen. Er wird sicherlich die eine oder andere Andeutung vielleicht machen, aber die ist nicht in der Lage, oder das ist in meiner Welt zumindest aktuell, sehe ich nicht, dass es da irgendwelche Andeutungen gibt, ähnlich der Äußerung, wie er sie zum Beispiel in den Wahlkämpfen hier mit Hillary Clinton auch vor der Kamera gebracht hat, wo er ihr zum Beispiel angedroht hat, dass sie ins Gefängnis geht oder dergleichen. Dafür ist dieser Moment, glaube ich, für ihn auch als Mensch zu bedeutend. Aber warum hole ich jetzt an der Stelle so aus? Also, wie gesagt, das wäre zu erwarten, man könnte vielleicht spekulieren darüber, ob da irgendwas genutzt wird, aber die Rede findet nach Börsenschluss statt. Also das heißt, 18 Uhr US-amerikanischer Zeit, das bedeutet also, anders formuliert, 24 Uhr unserer Zeit, da ist die Börse lange zu. Es kann natürlich infolgedessen geschehen, dass wir sehr volatil in die kommende Woche starten. Ja, wie gesagt, also aber das setzt voraus, dass da Äußerungen getätigt werden, die jetzt im ersten Moment so vielleicht nicht erwartet werden. Fakt ist aber dennoch, dass wir, auch wenn wir jetzt kein Trading-Szenario heute ausgehend von der Open Range formulieren wollen, einen kurzen Blick werfen wollen auf das, was eben dann in der kommenden Woche bzw. in den kommenden Tagen folgen kann. Oder in den kommenden Wochen, vielleicht sogar 2, 3, 4 Wochen folgen kann. Ich hatte heute Morgen im Money Meeting bereits eine Andeutung gemacht. Vielleicht gibt es da durchaus das Potenzial für eine Überraschung. Kurz im Blick, ich ziehe mal diesen Chart übrigens hier hin. Da ist er besser aufgehoben. Tatsächlich, dass wir doch keinen Break auf der Unterseite zu sehen bekommen. Hier, gestern sind wir mal kurz unter die 19.700er Marke gegangen im Dow Jones. Sondern, dass wir vielleicht doch nochmal eine Attacke auf die 20.000 zu sehen kriegen. Und statistisch ist das gar nicht mal so unwahrscheinlich. In dem Zusammenhang möchte ich auf meine Wochenanalyse ganz kurz mal verweisen. Die ist zwar für den DAX geschrieben, aber die Grafiken in dieser DAX-Analyse beziehen sich auf den S&P. Und der, klar, ist genauso stark positiv, oder der ist positiv, stark positiv korreliert zum DAX, aber eben auch ganz besonders zum Dow Jones dann. Und das ist eine sehr, sehr interessante Grafik, die ich unter der Woche 2, 3 Mal schon auch aufgerufen hatte, nämlich eine Grafik, die hier aufzeigt, wie der S&P an der Stelle eben nach der Inauguration, so sagt man ja, also der Vereidigung Donald Trumps, dort performt hat. Muss man übrigens ganz kurz hier gucken, bin etwas überrascht. Ja, das scheint zu funktionieren. Und zwar zurück bis ins Jahr 1953 unter Eisenhower. In den ersten 2 Wochen auf 1-Monats-Sicht und auf 3-Monats-Sicht. Und in unserem Fall, da wir ja besonders kurzfristig orientierte Trader sind, interessiert uns natürlich jetzt, wie sieht es denn statistisch vorteilsmäßig wohl aus in den ersten 2 Wochen. Das ist bezogen auf die nächste Woche, aber vielleicht auch schon ein kleiner Blick jetzt für den kommenden Monat. Und es ist ein unglaublich interessantes Ergebnis, was hier zu Tage gefördert wird. Also erstmal natürlich, und das wird dem ein oder anderen aufmerksamen Leser auffallen, wenn wir jetzt hier uns nur den Durchschnitt angucken, und auf den beziehe ich mich übrigens auch in meiner Analyse, sind wir bei ungefähr Aufschlägen von 0,7%. Und das tatsächlich in 80% der Fälle, also oder nahezu 80% der Fälle. Und das ist natürlich schon mal etwas, was jetzt tendenziell jetzt rein statistisch die Long-Seite hier favorisieren lässt. Und es scheint auch sehr gut vorstellbar, dass wir einen kurzen Spike eben über die 20.000 vielleicht nochmal zu sehen bekommen, um dann von dort einen schärferen Rücksetzer eben auf den Weg zu bringen. Das würde, wie gesagt, sehr gut in dieses statistische Bild treffen oder passen. Die ersten 2 Wochen gehen wir rauf, also im Fall des Dow Jones attackieren wir vielleicht die 20.000, gehen kurz drüber und dann trotzdem sind wir auf einen Monat Sicht, das heißt also von heute einen Monat in der Zukunft, also nächsten Monat, im Februar am 20. handeln wir trotzdem und das zeigt sich dann hier
handeln wir dann eben entsprechend im Schnitt 0,7% leichter. Und das tatsächlich auch in der Mehrzahl der Fälle. Also hier steht Percentage Higher. Das bedeutet also, wenn Percentage Higher kleiner 50% ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir lower handeln, folglich, also tiefer handeln, folglich höher. Aber der Spitzfindige, der wird jetzt sofort sagen, aber Moment doch einmal, Nixon, Ford und Reagan und hier dann noch Jimmy Carter, das waren die vier Fälle, wo wir negativ notiert haben. Reagan, Ford und Nixon waren alles drei Republikaner. Trump ist doch auch ein Republikaner. Also anders formuliert, es ist nicht in Stein gemeißelt, dass der Dow Jones einfach nach oben marschiert. Generell ist es so, unter Republikanern, das ist nochmal eine etwas längerfristige Betrachtung jetzt, aber unter Republikanern ab einem Jahr von dieser Vereidigung, von diesem 20. Januar, das war zwei, drei Fällen war es ein bisschen anders, das sieht man auch hier, natürlich im Falle von Lyndon B. Johnson hier nach Kennedys Ermordung selbstverständlich, oder beispielsweise eben auch in Form hier der Vereidigung von Ford. Das war nach Nixon und Watergate, ja. Aber Fakt ist auf jeden Fall, also tendenziell ist es immer der 20.01. eben gewesen. Es gab natürlich Abweichungen, aber alles in allem, ich nehme mal den 20.01., damit fahren wir ganz gut. Ist es dann eben in diesem Zusammenhang so, wir sehen, ein Jahr von jetzt an im Schnitt war unter republikanischer Führung, hat der S&P niedriger notiert. Sehr, sehr erwähnenswert auf jeden Fall. Gibt eventuell auch eine Idee dafür, es gibt den einen oder anderen sehr skeptischen Ausblick für den DAX auch, was vielleicht zu erwarten ist. Aktuell sehen viele Leute eben mit Donald Trump höhere Hochs, das wurde schon größtenteils antizipiert, fiskalpolitisch soll da einiges nochmal in die Wege geleitet werden. Die Frage, die sich natürlich an dieser Stelle stellt, ist, kann Trump das alles so umsetzen? Wenn sich abzeichnet, dass dem nicht so ist, dann ist denkbar, dass unter der republikanischen Führung Trump tatsächlich der Dow Jones einen Großteil dieser Kursaufschläge dann wieder hergibt. Ja, die Erwartungshaltung ist relativ hoch. Ja, und wie gesagt, das eben also aus statistischer Sicht. Wie gesagt, wir kriegen jetzt das übers Wochenende mit, was Trump dort auf dieser Vereidigungsrede sagt. Ich denke, das wird ein großer Moment sein, insofern, also für ihn ein großer Moment sein, insofern gehe ich nicht davon aus, dass er dort zum Rundumschlag ausholt und dann erstmal mit einem schelmischen Grinsen in die Kamera sagt, so Freunde der Sonne, jetzt bin ich US-Präsident, ab morgen fahren die Trucker an der mexikanischen Grenze vor und dann ziehen wir da erstmal eine Mauer hoch. Dafür ist dieser Moment so besonders, ja. Auch wenn man Trump es zutraut, dass er so einen Spruch vielleicht bringt, wie gesagt, das ist nicht zu erwarten, aber irgendwie so im Unterbewusstsein, denke ich mal, stellt der ein oder andere schon fest eventuell, dass da eine Tendenz dahingehend ist, dass man sagt, da könnte aber trotzdem eine Äußerung fallen, die vielleicht ein bisschen Volatilität gleich zu Beginn der kommenden Woche eben bringt. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen, ich muss aufpassen, dass es nicht zu spec-optimistisch wird eben, weil ich mir natürlich wünsche, auch im Hinblick auf die derzeitige wieder unglaublich lethargische und triste Vorstellung im DAX, dass man sich natürlich Volatilität auch als Trader wünscht. Aber alles in allem ist es eben so, die Statistik spricht jetzt erstmal tendenziell dafür, dass es auf jeden Fall ein bisschen volatiler wird. Und sie spricht dafür, dass in den ersten zwei Wochen jetzt vielleicht das Bild sich dann bullisch erstmal fortsetzt. Aber nichtsdestotrotz, es könnten größere Schwankungen dann auftreten, denn auf Monatssicht von heute angesehen, ist es dann tendenziell eigentlich eher so, dass der Aktienmarkt ein bisschen niedriger notiert, zumindest ist es zurückgerechnet bis ins Jahr 1953 so. So, und damit will ich es dann auch bewenden lassen. Wie gesagt, Trading-Setups, die sparen wir uns heute zum Wochenschluss, aber nichtsdestotrotz, kommender Woche soll es da diesbezüglich wieder losgehen. Ich starte mit dem DAX Long oder Short am Montag früh um 9.02 Uhr wieder durch, Morning-Meeting dann um 10.30 Uhr, alles auf dem JFD-Livestream, oder auf dem Guidance-Desktop von JFD im Livestream, so rumformuliert. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Happy Trading noch in den Abend hinein, falls ihr noch Positionen offen habt. Und wenn nicht, dann genießt den Abend, erholt euch gut übers Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Und bis dahin, habt euch wohl, macht's gut und tschüss.